Hi, Will. Carmen. Bei Bondra. Ich bin Matteo. Und das ist Niklas. Und das ist in letzter Woche passiert. Ist unter mir, oder? Und die ganzen Extrovertierten, die ganzen, die immer rausgehen in Bars und so schick sind und Models und so High Life machen, die sterben zuerst. Denn Nachhaltigkeit ist mir beim Massenmord wichtig. YOLO. Wir sind wieder hier? Oh, fuck, der Mann! Ich sag euch, du. Am Ende sind wir eher die Kuranis. Wir machen uns unsere Nutella-Schnitte und dann passt das schon. Nein, 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 nein. Oh, sorry. Was soll das denn? Kam ja gerade alles raus, Leute. Draußen? Ja, okay. Hier draußen bei meiner Tür. Möglicherweise habe ich mich selbst gesprengt. Easy. War richtig leicht. Ey, ich hab keinen Bock auf Horrorspiele! Mann, ey, das nervt. Was ist das Problem an Schnee? Schnee ist geil. Gewicht? Leute, was wiegt ein Schnee? Was wiegt ein Kilo Schnee? Wie viel wiegt eine Tonne Federn? Auf jeden Fall weniger als eine Tonne Kies. Na klar. Ah! Oh, ich kann nicht mehr, Leute. Aber die Rocket Launcher sind nicht schlecht. Was der sich gerade gedacht haben muss. Es ist ungefähr vor 20 Sekunden der Punkt gekommen, in dem ich aufgehört habe, so zu tun, als wäre ich dumm und festgestellt habe, dass ich wirklich dumm bin. Ah, wir waren an der Tanke. Hier ist eine Fliege die ganze Zeit, ey. Okay, pass auf, sie ist auf meinem Arm. Sie ist auf meinem Arm. Sie ist auf meinem Arm. Seht ihr sie? Fuck, ist sie weggekommen? Das glaube ich jetzt nicht. Ich war schnell wie ein Blitz. Was? Manchmal werde ich mal ganz still beim Tomb Raider spielen und wenn das jedes Mal passiert, ist in mir ein Kampf, wo eine wilde Bestie in Zaum gehalten werden muss. Sei ruhig, benimm dich. Bin noch nicht tot. Ich verstehe nicht, was für eine Physik hat denn dieses Game? Oh, Chat, Cloaking. Mind Control, oh, lecker, lecker, lecker. Noch eine Flak. Oh Gott. Okay. Okay, cool bleiben. Versicherungskaufmann rät mir davor, vorher zu speichern. Der dümmste Tod, ey. Ja, die sind jetzt halt sehr, sehr viel wert. Da kann Nili gerade nicht viel gegen machen. Ah, ärgerlich. Sehr, sehr wichtige Unit hier für Hera. Nimmt auch den nächsten Onage mit raus.
Zumindest ein Hit geht hier rein. Der Mönch! Der Mönch! Der schnappt sich eine Reliquie und haut ab. YOLO, sagt er sich. Aber der kommt nicht, oder? Der kommt nicht. Warte. Oh mein Gott, schnell! Schnell! Ich hab keine Zeit! 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 Nein! Ich war durch! Ich war... Nee! Ich bin auf dem härtesten Schwierigkeitsgrad. Also nicht hart, sondern Black Mesa oder so. So, wir können... Das heißt aber, wir können die Situation nochmal... So, aber wir haben draus gelernt. So, weiter geht's. Guck mal. Das habe ich noch nie gesehen. Das Taunte, da kann sich gerade nicht wehren, da ist kein Villager drin. Hera baut's einfach zu. Das heißt, da kann kein Villager mal rauskommen. Oh. Guck mal, ich kann da nicht laufen, weil er nur auf einem Bein bleibt. Und dann... Oh! Nein! 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 Ich war drüber! Gut, okay. Ich glaube, man kann diese Situation besser lösen, als ich das getan habe. So, lass mal gucken. Das hat nicht gespeichert, als ich gerade explodiere. Mann, ist das dein Ernst? Cool bleiben und... Okay, ich habe mich gerade zu sehr gefreut dafür, dass ich nur ein Level geschafft habe, aber ich meine, was soll's? Endlich Nahrung, Leute! Scroll mal ein bisschen nach oben, bitte. Da hat Hera gerade was ganz Wundervolles gemacht. Der hat da den kompletten Turm eingemauert. Dementsprechend kommen da Vipers Dorf und dann kommt das Dämon und knallt die Dorf von da weg. Was sehen wir denn? Wie nice war das denn? Holy moly! So, hier können wir durchlaufen. So, wir können auch hier einfach... Wir nehmen die Leiter mit. Gerade nicht passiert, ey. Oh, ich bin der schlechteste Half-Life-Spieler der Welt, glaube ich. Nein! Oh! Mann, ey! Hier so Treppen oder Leitern sind der Endgegner in dem Game, ey. Fuck my life. Die sind ja drin schon. Und jetzt legen die ein Feuer. Die legen jetzt ein Feuer in meiner Base. Ey, das gibt's nicht. Mein schöner neuer Stuhl. Ich hab den Stuhl nicht mal einen Tag. Ich hab den nicht mal einen Tag lang. Ey, das ist der neueste Stuhl, den ich hab, ihr Schweine. Das Feuer drin ist auch schon ausgegangen. Das ist der Vorteil, wenn es schon mal in der Base gebrannt hat, weil dann gibt's nichts mehr, was nochmal brennen kann. Das heißt, wir haben uns hier strategisch richtig dazu entschieden, mehrmals Feuer in der Base zuzulassen. Das war gut. Okay, ich muss ein bisschen reinkommen. Ich heile mich erstmal davor. Ich schaue mir das ganze Moveset an. Zu spät. Chat betet! Betet, dass es funktioniert. Okay.
Oh Gott, das ist ein alter, nackter Mann. Warum habe ich das gedrückt? Sorry, ich muss angreifen. Was ist das? Fuck! Ich hasse dieses Dreckspiel! Mann! Was soll die? Ich hab gesagt, ich will keine Jumpscares! Fuck my life! Dieses Drecksspiel, ey! Schon wieder! Der hat geschummelt auch. Was drückt man für Aim? Ja, könnt ihr mir das mal sagen? Also, es ist ja unfair, wenn ich die Tastenbelegung nicht kenne. Wie geht die Tür auf? Warum schaue ich mir jetzt gerade meine Mini-Waffe an? Das ist noch Warm-Up, ich streng mich auch gerade nicht an. Ich bin Günther Freimann, Vertreter für Büroartikel und ich wurde in eine Firma beordert, um dort Stühle zu verkaufen. Als ich im Büro ankam, ist mir leider einer der Stühle in eine geheime Forschungseinrichtung gerutscht und dabei wurde ein Raumzeitportal geöffnet, durch das viele unbekannte Lebensformen gekommen sind. Daraufhin sind viele Mitarbeiter gestorben und ich versuche jetzt, die Situation wieder ins Lot zu bringen. Ich habe jetzt inzwischen zwei Freunde kennengelernt. Hier einmal den Wachmann und einmal diesen Wissenschaftler. So, wir werden uns jetzt gemeinsam den Weg durch dieses verlassene Gebäude, oder ist ja gar nicht verlassen, durch diese Bunkereinrichtung kämpfen. Liebes Volk, liebe Bürger und Bürgerinnen, wir haben uns heute versammelt, um die aktuelle Situation auszusitzen. Um das Sitzen hinzubekommen, braucht es Toilettenpapier. Deswegen wird auf Verfügung und Erlass des Bundespräsidenten die Notstandsverordnung in Kraft treten und die Bundeswehr im Inneren eingesetzt. Landstraße, Fahrt mit der Polizei, das wäre ein, also die Landstraße, Fahrt mit der Polizei wäre auf jeden Fall interessant. Eigentlich gibt es drei Dinge. Also das, wo mit der Polizei, wo die uns aus dem Polizeiauto geholt haben, aus dem BMW geholt haben, dann das habe ich auch schon mal erzählt, wo ich dachte, ich hätte irgendwas Außerirdisches gesehen, und zwar mit dieser flüssigen Alufolie über diesem Wohnwagen, wo ich von der Party kam. Weiß nicht, ob ihr das wisst, ihr wahrscheinlich nicht mehr. Und die Nacht, wo ich mich eingeschlossen habe in einer Garage und dann mit den Kühen die Auseinandersetzung hatte. Das sind, glaube ich, die drei Momente, die ich mir gerne noch ansehen würde. Aber ich weiß nicht, vielleicht andere Sachen. Nobody knows. Da kommt deine Lieblingspizza drauf. Okay, Achtung. Ruhig bleiben. Ich bin nicht schwanger. Und für alle Leute mit schwacher Haut, schaltet kurz ab und schaltet in 10 Sekunden wieder ein. Banane, Zimt, Honig, Tomatensauce, Käse. Und dann bestelle ich immer noch extra Banane drauf. Und im Portugiesenviertel. Ja gut, nächste Frage. Ja, dann sag mal, geht Boschi weiter. Irgendwann zwischen morgen und 2036. Ich bin mit Nili eingeloggt. Wenn ich jetzt Age of Empires starte, kann ich ihm sein komplettes MMR klauen. Oh Leute. Ich mach mal hier mal ein paar Sachen, ne? Das dürft ihr nicht sehen. Oh, ich hab all die Age of Empires Pros in meiner Freundesliste. Wie weit haben wir es denn noch? Was geht? Ich snap den raus, easy. Ey, Alter. Ich hab den mit Ankündigung rausgesniped! Was? Okay, Matthias. Oh, Alter, was bin ich denn? Shroud? Bist du's? Ich bin Alter, was ist denn bei mir los?
Alter, ich hab ich ein Aimbot installiert aus Versehen? Was ist denn? Okay, wir haben was vergessen. Die Stimmung steigt wieder. Ja! Ja! Nein! Das geht... Nein! Nein! Nee, das gibt's nicht! Das geht nicht! Das ist unmöglich! Das ist nicht... Das ist menschengemachter Bullshit! Ey! Er war schon oben! Er war müde. Nein! 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 Wir sind tot! Er ist wieder wach! Also es geht jetzt vorbei. Wir machen jetzt Play. So, er ist raus und somit endet der 1.0 Run und wir beginnen einen 1.1 Run. Der Wendler lebt noch? Was? So, dann will ich von den Mistviechern hier weg. Wie heißt der? What the fuck? Okay, zu dem Käfer nähern wir uns vielleicht lieber nicht. Ein Schuss! Ja. Er kotzt. Nicht jetzt kotzen, bitte. Chat! Es geht! Was ist das für ein Run? Was ist das für ein Run, bitte? Jetzt verbrennt er in dem Scheiß. Wie lange kann ein Mensch brennen? Das war's! Es wird rasiert! Bravo! Geil! Ein fantastischer Run! Schön, Chat. Ich mich jetzt auch nicht beschweren, war schön. Und jetzt, naja, jetzt halt vorbei. Wie lang ging dieser Run jetzt? Viele Stunden. So. Okay, das Problem ist, warum ist das Kamerabild weg?